Hallo Leute und willkommen in diesem neuen Video. Gleich mal vorweg, ich übernehme keine Haftung für die Aussagen, die ich jetzt treffe. Das ist nur mein Wissensstand. Ich habe mich überall informiert, bei den Behörden, bei der Polizei etc. Und das sind jetzt meine Erkenntnisse für euch. Ihr habt euch das Video gewünscht. Heute soll es nämlich darum gehen, was muss ich machen, damit ich in Österreich, speziell in Österreich, unterm Jahr Feuerwerk zünden darf. Kurz mal zu Deutschland, da ist es ja anders. In Deutschland ist Feuerwerk ja nur am 31.12. erlaubt. Also da ist es nicht so einfach, dass ihr hier unterm Jahr mal rausgeht aufs Feld und so herumböllert. Das ist nicht legal, außer natürlich Kategorie F1 bzw. auch P1 unter gewissen Voraussetzungen. Das ist aber ein anderes Thema. Kategorie P1 sind Schallerzeuger bzw. sonstige pyrotechnische Gegenstände, die nur unter bestimmten Voraussetzungen bzw. mit einem bestimmten Grund gezündet werden dürfen. So, das war das mal. In Österreich sieht die Lage anders aus. Da gibt es keine Ausnahmeregelung zu Silvester. Da ist Feuerwerk im Ortsgebiet der Klasse F2. Wir reden jetzt immer nur von F2. F1 ist sowieso ganzjährig und P1 natürlich auch. Aber wir reden jetzt von der Klasse 2. In Österreich ist Klasse 2 Feuerwerk ganzjährig im Ortsgebiet verboten. Die Verwendung natürlich. Lagern darf man es klarerweise. Aber es gibt Ausnahmen. Und zwar, wenn der Bürgermeister zu Silvester sagt, ja, ich erlaube das. Aber das machen immer weniger Bürgermeister, ihr wisst Bescheid. Das ist die Ausnahme, dass Bürgermeister das trotzdem erlauben, obwohl es eigentlich landesweit verboten ist. Genau, so, wie schaut es jetzt aus unterm Jahr? Also, in Österreich ist Klasse 2 ganzjährig erlaubt. Beziehungsweise das Gesetz sieht ein Verbot in der Nähe von Menschenansammlungen, in der Nähe von Krankenhäusern, Altersheimen, Spitälern, in der Nähe von, keine Ahnung was, brandgefährlichen, bla bla bla, was auch immer. Also eigentlich der Hausverstand. Ja. Wenn man den Hausverstand einschaltet, dann ist das kein Thema. Eigentlich, dass man sich da irgendwie, Also schaltet einfach das Hirn ein, Leute, wenn ihr zünden wollt, außerhalb vom Ortsgebiet. So, das heißt, es gibt nur ein Verbot in der Nähe von Menschenansammlungen, bla 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 bla, und im Ortsgebiet, das heißt, außerhalb ist es erlaubt. Und das hat mir auch die Bezirkshauptmannschaft bestätigt. Ich habe dort angerufen und es ist Feuerwerk der Klasse F2 in Österreich nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, ihr dürft Klasse 2 Feuerwerk ganzjährig abbrennen, außerhalb vom Ortsgebiet. Müsst aber natürlich auch den Lärmschutz einhalten. Also ihr dürft jetzt nicht um 3 Uhr morgens hier irgendwo eine Batterie zünden. Das hört man ja auch im Ortsgebiet, wenn das jetzt nicht so weit weg ist. Übrigens, außerhalb vom Ortsgebiet heißt, glaube ich, da muss man irgendwie 200 Meter oder so von einem bebauten Gebiet weg sein. Da weiß ich nicht genau, da könnt ihr, informiert euch da am besten mal selbst, wenn ihr euch nicht sicher seid, ist das außerhalb oder ist das nicht mehr außerhalb. Also wie gesagt, informieren und da seid ihr immer auf der sicheren Seite. So, also, kann ich jetzt einfach rausgehen, irgendwo hin und Feuerwerk böllern? Ganz so ist es auch nicht. Also, ihr müsst, wie gesagt, die Bedingungen einhalten, die Zeit müsst ihr einhalten. Ihr müsst achten, wo zündet ihr das Feuerwerk? Ja, also, ihr dürft nicht auf irgendein fremdes Grundstück gehen und das dann versauen mit Funkeböllern oder so. Also, fragt dort nach, wenn ihr wisst, wenn das Grundstück gehört, ob ihr dort zünden dürft. Also macht das unbedingt, ganz wichtig. Ich würde auch den Bürgermeister Bescheid geben, wenn ihr böllern wollt. Also wenn ihr rausgeht und eine einzelne Rakete oder mal einen Böller rüberwerft, das wird jetzt nicht das Thema sein. Ja? Ich rede jetzt davon, wenn ihr euch da wirklich, wenn ihr da mal einen halben Tag böllern wollt oder über mehrere Stunden hinweg, weil da ist davon auszugehen, da wird die Polizei kommen, irgendjemand wird die Polizei rufen und ihr wisst Bescheid, Leute. Deshalb Bürgermeister fragen. Unbedingt. Macht das, wirklich. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn der Bürgermeister Bescheid weiß und gebt auch der Polizei Bescheid, ja, und sagt nochmal, die wissen meistens auch nicht, dass Klasse 2 eigentlich erlaubt ist, außerhalb, ganzjährig, die wissen das ja selbst nicht, das sind ja keine Experten. Ruft bei der zuständigen Behörde an, also ich habe angerufen bei der Bezirkshauptmannschaft, in Oberwart, das ist mein Bezirk, aus dem ich komme, im Südburgenland, für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Und die haben mir das bestätigt, das heißt, es ist nicht anzeigepflichtig. Und einfach bei der Polizei
bei der zuständigen Polizeidienststelle melden, damit die Bescheid wissen. Wenn sich da jetzt jemand beschwert und die Polizei ruft, dann wissen die Bescheid. Hey, das sind die Leute, die haben mir Bescheid gegeben. Und dann können die sagen, ja, das ist uns bekannt und vielen Dank für den Anruf und ciao. Und dann müssen die nicht extra ausfahren. Das ist ja auch in eurem Interesse, wenn ihr böllern wollt, damit ihr, dass ihr mal eine Ruhe habt, dass ihr ungestört seid. Okay? Dann, wie ich das jetzt mache, ganz gern, ist, ich frage auch zum Beispiel den Jagdverein. Bei uns im Ort sind auch Jäger unterwegs, wir sind ja am Land hier und die sind natürlich auch nicht begeistert, wenn man hier böllert und die Tiere verscheucht. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin gegen das Jagen, das kann ich gar nicht mal sagen, aber darum soll es nicht gehen. Und also, dass ihr auch denen Bescheid gibt, damit die das rumsprechen, damit die auch einfach Bescheid wissen, hey, ja, das ist der und der und das geht in Ordnung. Okay, also hier am Land sollte das kein Problem sein. Dann, wie gesagt, Polizei, das haben wir eh schon angesprochen, Grundstücksbesitzer, dann vielleicht den Jagdverein, wenn jemand hier bei euch ist, den Bürgermeister, habe ich das schon aufgezählt, ja, und die Behörde, also die BH. Die könnt ihr noch fragen, müsst ihr aber nicht, weil ich weiß, dass F2 eben erlaubt ist. Okay? Also gebt den paar Leuten Bescheid, das kann einfach nicht schaden. Dann macht auf alle Fälle räumt euren Mist weg. Und das gilt jetzt nicht nur unterm Jahr, sondern auch an Silvester, egal wo ihr zündet, ob es euer Grundstück ist oder natürlich ein fremdes Grundstück, räumt euren Mist weg. Dieser Müll gehört nicht in die Natur, da haben die Feuerwerksgegner recht. Und deshalb wegräumen, okay? Danke, tu mir den Gefallen, das mache ich selber auch. Also da bleibt nichts liegen. Und das ist der Ablauf. Also, zusammengefasst, wie würde ich das machen, wenn ich böllern möchte? Mit ein paar Kollegen für ein paar Stunden hinweg. Ich würde erstens mal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bei der Bezirkshauptmannschaft anrufen und nochmal die Bestätigung einholen, dass F2 nicht verboten ist. Dann würde ich den Bürgermeister anrufen und ihm das sagen, ich würde da und da zünden, würde das für dich passen oder für sie, wie auch immer, per sie oder per du seid, dann würde ich den Grundstücksbesitzer fragen und auf alle Fälle auch so zuständig, zum Beispiel den Jagdverein eben, wenn es da Jäger gibt in eurem Ort, fragt danach und sagt, hey, da und dann wird gezündet. Ihr könnt dann natürlich schon sagen, ja, es ist erlaubt, die Polizei weiß Bescheid, bla bla bla. Und dann geht das auch in Ordnung. Und dasselbe, und dann sagt ihr natürlich auch zur Polizei noch was, damit dass ihr das seid, dass ihr bei der BH nachgefragt habt, dass der Bürgermeister Bescheid weiß, dass der Grundstücksbesitzer Bescheid weiß, sagt das auch der Polizei und macht eine Uhrzeit aus oder so, dass die wissen, ja, hey, wenn jetzt in diesem Zeitraum wer anruft, dann das sind wir. Ich kann euch das auf alle Fälle auch empfehlen, dass ihr dann das an Silvester macht, okay? Wenn ihr euch da außerhalb irgendwo eine Location gesucht habt, könnt ihr dort das gleiche Prozedere auch machen. Vor allem, dann habt ihr nichts zu befürchten. Ihr seid einfach abgesichert. Und was ich noch machen würde, was ich auch selber mache, ist, ich stelle mir zum Beispiel, ich bin jetzt hier unten in einer bestimmten Location, auf so einem Feldweg, und da geht ein Feldweg eben hin. Und da stelle ich hier einfach ein Schild hin, Achtung Feuerwerk, ist angemeldet bei der Polizei, schreibt noch direkt die Nummer drunter, und wenn jemand kommen sollte und der liest das, dann wird er vielleicht abgehalten davon. Wenn er euch irgendwie, ja, nahe kommen möchte und euch, sag ich mal, und der das nicht möchte, dass ihr da böllert, dann liest er den Zettel und dreht vielleicht um. Ja, Leute, so würde ich das machen und so ist es auch legal. Wie gesagt, wenn ihr ein Grundstück außerhalb habt, irgendwo, ihr persönlich, und ihr geht dorthin und zündet dort einfach Feuerwerk, dann kann euch eigentlich auch nichts passieren. Ja? Ihr müsst halt, wie gesagt, die Bedingungen beachten. Ist irgendwie Brandgefahr? Sind Menschenansammlungen in der Nähe? Beachtet die Uhrzeit wegen der Ruhestörung, der Lärmbelästigung? Wenn ihr das beachtet, dann kann da nichts passieren. Aber wie gesagt, immer absichern. Es ist auch einfach für einen persönlich einfach viel besser, wenn man weiß, hey, es weiß jeder Bescheid. Und wenn jemand kommt, dann sagt er einfach, hey, die und die wissen Bescheid, die Polizei weiß Bescheid, der Bürgermeister weiß Bescheid, der Grundstücksbesitzer weiß Bescheid, bla 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 bla. Bitte, wenn sie noch immer nicht damit einverstanden sind, dann rufen sie bei der Polizei an und die werden ihnen das bestätigen. Und das weiß man selber und dann genießt man das auch einfach viel mehr. Genau.
Also ich kann euch nicht empfehlen, einfach irgendwo rauszugehen und einfach die Sau rauszulassen. Ja, manche von euch sind so, für denen ist es ein Nervenkitzel, wenn die Polizei kommt, aber ich persönlich muss das nicht haben und bin da ganz froh, wenn das Böllern ohne Polizei mal abläuft, okay? Also ja, aber jeder, wie er mag. Ich würde es so machen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein paar Fragen dazu habt oder noch andere Themen habt, wo ich ein Video dazu machen soll, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Vielleicht auch mal generell nochmal die Feuerwehrklassen erklärt oder was auch immer ihr noch wissen wollt. Schreibt es in die Kommentare, da kann ich es beantworten oder vielleicht ein eigenes Video drüber machen, je nachdem, wie groß das Thema ist. Ja, danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao.